Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Und genau, diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und erstmal wollte ich sagen, es gibt einen 17% Coupon auf meine Kurse. Herbst 19 heißt der, gilt von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 24 Uhr. Das wäre dann also 20. bis 22. September. Ja, und ansonsten geht's ums Meditieren jetzt. Stay tuned. Ja, es gibt nicht nur diesen 17% Coupon, wie gesagt, Herbst 19, einfach eingeben bei der Buchung, dann siehst du auch sofort den neuen Preis. Nein, es geht auch parallel, geht jetzt 10 Tage lang, vom, ich glaube, 21., genau, vom 21. September bis 30. September gibt es ja die Möglichkeit, in meine Liebeship Plus Community einzusteigen. Ich will jetzt mal gar nicht zu viel davon sagen, das sind halt Meditation, ein Forum, es gibt so Vergünstigungen, Insider-Informationen, Frage- und Antwort-Sessions und so. Und genau, findest du auf liebeship.de Store und gibt es ein monatliches Angebot und was man immer wieder kündigen kann und so ein 8-Monats-Angebot. Aber alles weitere dann da. Heute wollen wir mal gucken, was ja auch dazu passt, warum ist Meditieren so verdammt wichtig? Also warum sagt, das ist ja jetzt, ob das nun die Buddhisten sagen, ob das nun die Forschung sagt, ich sag mal so diese Mindfulness-Geschichte, MSBR rauf und runter erforscht, tausend gute Wirkungen auf die Psyche, auf den Körper. Also es gibt wirklich wenig Sachen, die so gut erforscht sind wie Meditation. Und ja, also ich habe da auch zugefunden. Ich habe lange gar nicht meditiert, dann mich irgendwann mühsam aufgerafft. Ja, weiß ich nicht, 5 Minuten am Tag zu meditieren, wieder gelassen, wieder gemacht, dann angefangen. Okay, 5 Minuten morgens, 5 Minuten abends, wieder gelassen, wieder angefangen. Kennt ihr vielleicht auch. Und jetzt, ja, meditiere ich so, weiß ich nicht. 20 Minuten jeden Tag und merkst so, ja, boah, das ist doch echt ein Riesenunterschied. Also es ist ein Unterschied von gar nicht meditieren zu überhaupt meditieren und dann von so ein paar Minuten zu 20 Minuten ist auch nochmal echt ein Riesenunterschied. Wobei meditieren kann aus meiner Sicht natürlich alles Mögliche sein. Also wie ich persönlich jetzt meditiere, da vielleicht nochmal ein andermal ein Video zu, aber also man kann still meditieren, man kann an eine Wand gucken. Man kann theoretisch im Liegen meditieren, empfiehlt sich aber nicht so richtig, weil man Konzentration dann schlecht halten kann. Man kann geführte Meditationen machen, was häufig doch eine ziemliche Erleichterung ist. Man kann in der Meditation innere Kindarbeit machen, Sachen nochmal also durcharbeiten, die man am Tag erlebt hat. Also das kann. Ja, das ist so eine wunderschöne Me-Time und es ist auch eine wunderschöne Universum-Time sozusagen, ne? Mit der man einen Tag wirklich toll beginnen kann und toll abschließen kann. Abschließen ist vielleicht klar, weil, ja, das ist, wenn man abends zu Bett geht und reflektiert nochmal den Tag, ja, dürfte unmittelbar einleuchtend sein. Morgens ist es aber eigentlich genauso cool, weil morgens, ja, ist man sowieso. Also, das ist auch das Thema, wo ich es heute gerne mal drüber sprechen wollte. Es ist so, dass, was uns ja alle Probleme bereitet, sind diese negativen Glaubenssätze. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Und diese negativen Glaubenssätze, ich meine, habe ich in X-Videos besprochen, das ist ja nicht sowas, was so an der Oberfläche liegt. Das wirkt ja einem von unten. Das sind quasi, ich will es mal sagen, ich jetzt mal extra nicht sagen, unbewusste Gedanken, weil diese sind eigentlich nicht wirklich unbewusst. Das ist automatisierte Gedanken, die man kaum noch wahrnimmt, aber dennoch eine Wirkung haben und dennoch unsere Realität, wirklich direkt unsere Realität beeinflussen.
Also ob man das nun psychologisch sieht oder meinetwegen spirituell, ist es völlig wurscht. Also es beeinflusst unsere Realität direkt, wie du über Dinge denkst. Dürfte auch jedem unmittelbar klar sein, ist halt schwerer abzustellen, als man denkt, ne? Weil wir wissen ja alle, diese Automatismen, die wir über Jahrzehnte eingeübt haben und bestimmte Gedankenmuster, wie ich bin nicht gut genug und so weiter, ich muss mir alles bieten lassen, um geliebt zu werden und so weiter, ja, die wird man nicht von heute auf morgen unbedingt los und das dauert schon echt eine ganze Zeit, das zu lockern und trotzdem, ja, führen eben bestimmte Gedankenmuster, führen zu bestimmten Emotionen und im Verbund mit diesen Emotionen führt das eben auch zu einer bestimmten Realität, die man immer wieder erlebt. So, ne? Und das kann ja extrem frustrierend sein. Also ich kenne auch, ich habe natürlich auch in meinem Leben Sachen, wo ich denke, fuck, warum geht das nicht schneller? Aber gut, Ungeduld ist da auch wenig, also Ungeduld ist ja echt eine Sache, mit der ich mega zu kämpfen habe. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber auch das wird ein bisschen besser durch Meditieren. Ja, wegen ist diese Glaubenssätze mit Meditieren zusammen. Also einmal, was ich in meiner Leadership Plus Community sind das häufig diese geführten Meditationen. Ich kann natürlich direkt, dadurch, dass ich, wenn ich meditiere, ein bisschen in Trance gehe, kann ich natürlich direkt viel tiefer ansetzen, bessere Glaubenssätze zu implementieren. Ich kann arbeiten mit bestimmten mentalen Bildern. Ich habe ja auch gestern auch nochmal so eine Meditation hochgeladen auf YouTube. Sich anfühlen heißt sie, also bestimmte Bilder produzieren, mit denen ich quasi selbst hypnotisiere und neue Glaubenssätze und neue Emotionen auch in mir generiere. Klar, die halten vielleicht nicht Monate, aber deswegen soll man ja jeden Tag meditieren, ne? Weil über einen Tag halten können sie oft schon und wenn sie nur ein paar Stunden halten oder nur ein paar Minuten, das ist alles, kommt alles wieder aufs große Selbstliebe-Konto drauf, ne? Ihr zahlt immer nur das gleiche Konto ein, quasi. Weil es geht ja nicht nur ums Grenzen setzen in der Selbstliebe, sondern eben auch ums ja, sich anfühlen, ne? Und was man auch immer ganz gern sagt, dass es Anfühlen eben auch bedeutet, ich erhöhe meine Schwingung, was auch immer das jetzt genau ist, die Schwingung. Und je höher ich meine eigene Schwingung bringe, umso weniger habe ich auch eine Resonanz mit tiefer liegenden Schwingungen, in die wir vielleicht häufig geraten, wenn wir eben in diesen toxischen Beziehungen sind. So, und was Meditieren jetzt macht, Meditieren unterbricht tatsächlich diese negativen Glaubenssätze, weil Meditieren geht es ja darum, nicht zu denken, ne? Ich meine, ist klar, ist super schwierig und man denkt immer mal wieder was und dann versucht man wieder nicht zu denken und so weiter, aber Meditieren unterbricht halt das Denken, unterbricht halt die Glaubenssätze und führt dann, also man, sobald die Glauben diese negative Dauerschleife, die da im Hintergrund läuft, bei uns, dieses, ja, weiß ich nicht, dieses Selbstabwerte-Radio, was wir da die ganze Zeit im Hintergrund abstrahlt irgendwie. Sobald das aufhört zu laufen, ja, tritt sofort eben gesünderes Muster ein, beziehungsweise haben diese ganzen Wünsche, die wir haben und was wir uns ersehen und unsere, wenn du so willst, unsere Kraft auch Dinge zu erschaffen, haben dann einen ganz anderen Wirkung. Zumindest für einen Moment oder auch für einen längeren Moment so, ne? Und das macht Meditieren eben so wahnsinnig wirksam. Also einmal, wie gesagt, unterbrichst diese negativen Gedanken, du ziehst deine nach und nach natürlich deine Vibration höher. Und erweiterst damit auch, weil deswegen machen das die Buddhisten und ganz viele andere auch, also ja, meditieren, die verschiedensten Religionen oder Weltanschauungen meditieren, weil du eben auch dein Bewusstsein erweiterst, ne? Du erweiterst dein Bewusstsein, du kannst dich besser identifizieren, weil wenn du sozusagen mehr feststellst, was in mir ist eigentlich der Erwachsene, beziehungsweise was ich auch immer gerne immer sage, was ist in mir, ist dieses reine Bewusstsein. Also in dem Moment, wo du da mehr drin bist und dich als das identifizierst, desidentifizierst du dich automatisch mit dem inneren Kind und mit deinem Ego. So, ne? Also du trittst zurück
und hast die Chance, zumindest, wenn du das wirklich ernsthaft betreibst und nicht einfach nur, dass es gibt durchaus Leute, die, weiß ich nicht, die meditieren, es passiert gar nichts, weil ich weiß nicht, was sie innerlich machen, keine Ahnung, aber wenn du wirklich das sozusagen betreibst und ich wirklich die Intention setze auch, ich möchte mein Bewusstsein jetzt erweitern, ich möchte zur Ruhe kommen, ich möchte meine Gedankenmuster unterbrechen, ich möchte, ja, was dann sich auch einstellt, wenn man länger meditiert, ich möchte in diesen Frieden kommen, diesen tiefen inneren Frieden, so, der so außerhalb ist von diesem ganzen Drama, insbesondere in toxischen Beziehungen, was wir alle haben. Ja, das ist großartig, ne? Das ist ein Riesenwert an sich und trotzdem, obwohl es so viele Vorteile hat, ist es für viele halt so wahnsinnig schwer. Also ich kenne wirklich kaum jemand, der jeden Tag mit Leichtigkeit 20, 25 Minuten meditiert. Das ist für wirklich, das ist, obwohl Meditieren ist die einfachste Sache der Welt. Man sitzt einfach da und macht nichts. Mehr ist es eigentlich im Grunde genommen gar nicht. Ne? Und trotzdem ist es so schwierig. Ne? Also ich finde es auch schwierig. Ich bin ja auch so ein Hibbel, ungeduldig und dann sitzen. Aber mit der Zeit merkt man halt, wow, ey, das bringt wirklich was und hat dann auch diese genussvollen Momente. Und was ich halt anbiete, ist im Wesentlichen geführte Meditation. Ich mache aber auch stille, formlose Meditation. Die wöchentlich wechseln, ne? Da kann man eine Woche damit arbeiten. Da gibt es halt ganz verschiedene Themen. Hatte ja auch neulich schon mal diesen Power Talk, das war auch aus der Liebe Schipp Plus Community, mit der man dann ja auch mit anderen natürlich, die dann das ja auch machen, ja eine Woche mal an einem Thema meditieren kann und dann kommt eben das nächste Thema. Also finde ich eine super Ergänzung zu den Kursen. Also es ist wirklich eins der billigsten Sachen, die ihr machen könnt, wirklich bewusst zu meditieren. Und dazu, ja, gibt es dann halt noch das Forum und viele andere Geschichten. Eigentlich ein No-Brainer, wirklich. Aber gut, auch wenn ihr so für euch meditiert, ich kann euch da echt nur wirklich zu raten. Und mich musste man auch echt dazu prügeln, mehr oder weniger, weil ich dachte, oh Gott. Scheiß da sitzen, ey, es nervt so irgendwie. Aber wie das, deswegen, also wenn ihr anfangt zu meditieren, haltet es wirklich mal 2 Monate durch irgendwie und versucht möglichst wirklich täglich zu meditieren. Das macht es wirklich so viel einfacher, wenn man nicht immer wieder anfängt, aufhört, anfängt, aufhört. Also das kann ich doch wirklich enorm raten. Ja, was haben wir noch? Genau, Selbstliebe Challenge Advance geht ja auch wieder los. Kann man übrigens auch direkt einsteigen. Ist zwar ein bisschen härter als die Basic, aber gut. Und die nächste Basic gibt es erst wieder am 01.01.2020. Das hängt damit zusammen, dass ja, dann noch der Adventskalender im Dezember und ist für mich auch mal ganz gut, mal einen Monat keine Challenge ist, weil man da doch immer viel, ja, viel Mails kommen und so weiter. Insofern dauert das jetzt ein bisschen mit der anderen Challenge. Leadership Coach geht ja auch los im November, wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr auch so dieses Wissen, was ich mir errungen habe, haben wollt. Und was gibt es noch? Ja, es gibt ja halt diverse Lesungen jetzt, ne, in Murnau, in Berlin. Hamburg ist ja ausverkauft, aber da wird es sicherlich mal eine zweite geben. Und in Mainz haben wir jetzt noch und ein paar andere Sachen. Ich glaube, in Jena ist da was in der Planung und in Bonn, glaube ich, nächstes Jahr. Und da gibt es ja die Liebeship Party, ne? 25.10. Unbedingt kommen. Da gibt es noch ein paar Karten. Und was wollte ich noch sagen? Dann habe ich auch 2 Bootcamps noch. Die sind übrigens auch vergünstigt, gerade bei 17% Aktionen in Hamburg und in Murnau haben wir die noch Ende November und Anfang Dezember. Jetzt habe ich aber genug gequasselt. Der bärtige Typ hier hat genug gequatscht und wir werden uns bald wiedersehen.